Ach, wenn ich die gute alte Ellie nicht hätte, die mir das den Arsch retten würde, dann wäre ich schon längst am Arsch. Ah, sehr geil. Miau. Geiles Teil. Ja, sieht einsam aus hier. So, Mission 5. Brauche ich mal wieder nicht. Haben wir noch was Spannendes? Oh, ja, 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 da sehe ich es doch schon. Da sehe ich doch schon hier, ne? Das auf jeden Fall. Das ist ein gravitationsloser Bereich. Okay. Passt auf. Verstanden. Cool, sind wir jetzt schwerelos denn oder was? Dafür habe ich keine Zeit. Schlimmer als die Kakerlaken. War da nicht noch einer? Huhu. Alles klar. Irgendwie cool. Schwerelos. Sturmgewehr. Juhu. Gut. Weiter geht es. Wow. Boah. Alte Hackfresse taucht hier einfach auf, ohne zu fragen. Weißt du, der hat die Kugel hundertprozentig verdient. Sehr interessant hier. Was haben wir hier Schönes drin? Oh, schon wieder eine Waffe, die ich nicht haben will. Bam, Kollege! Ich glaube, ich habe den anderen auch erwischt. Oder auch nicht. Aber jetzt. Was kommt denn jetzt? Oh Mann, so ein scheiß Marine hier. Ach Mann. Ich krieg keine vernünftige. Oh. Alter. Mich. Mann, Mann, Mann. Eine Kiste mal wieder. Nee, die Bazooka behalte ich mal lieber noch. Irgendwie voll geil, wie das hier alles so rumschwebt. Okay. Hallo? Scheiße, das ist schon wieder so ein Spinner. Na Kollege, wo willst du denn hin? Scheiße! Ah!
Bastard. Hacke mich rein. Sollte klappen. Gut, dass wir die Bazooka aufgespart haben. Huh. Mann, Mann, Mann. Mann, für die Mission haben wir noch nicht mal 5 Minuten gebraucht. Wo ist das Steuerpult für die Dämmwand? Ich zeige den Weg. Dann zeig mal. Ah, geht schon weiter. Nicht mal in Ruhe was trinken kann man. Moin. Sieht leer aus. Wie sieht's da draußen aus? Ein paar Nachzügler sind noch auf dem Weg zum Schutzraum. Wie viel Zeit bleibt uns? Ich weiß nicht, aber wenn du dich nicht beeilst, sinkt der interne Druck der Kolonie unter das tolerierbare Niveau. Genug Physik. Schließ mir einfach diese verdammten Tore. Nein, noch nicht. Da draußen sind noch Männer. Diese Männer wussten von Anfang an, dass sie bei der Mission sterben könnten. Das weißt du. Lass sie uns noch nicht aufgeben. Wir haben noch Zeit. Und davon nehme ich keine Befehle an. Mann, Burnsie, das kannst du doch nicht machen. Das sind unsere Leute. Alter Burns, weißt du? So läuft das also bei dir. Komm mir nicht auf die Tour. Was glaubst du, wie viele Leute schon für diese Mission gestorben sind? Versagen ist auch Alter, wie die da hinten ersticken, ne? Und die Männer da draußen lässt du im Stich? Alter. Ein Marine führt seine Mission aus. Was kapierst du daran nicht? Wir tun, was wir tun müssen. Das Wie steht nicht zur Debatte. Burns, Alter. Das war... Geh du voran. Ich geh nach hinten und halte uns den Rücken frei. Alter, Burnsy, ne? Das war eine ganz miese Aktion von dir. Dieser Expresslift bringt uns direkt zur nächsten Position des Feindes. Okay. Hey, dann mal los, ne? Meinen Sie wirklich, dass alles hier hilft, den USA aus der Rezession raus? Die Geschichte bestätigt diese Theorie zur Genüge. Und San Francisco ist ein angemessenes Opfer? Der Vorfall war nicht geplant. Aber Opfer sind eben manchmal unvermeidlich. Das ist wohl kaum die Zeit für Zweifel. Der Zweck heiligt die Mittel. Denken Sie daran. Dann werde ich Ihnen die Mittel überlassen. Und ich kümmere mich um den Zweck. Alter, da läuft was ganz Mieses. Die spielen alle ein falsches Spiel hier mit uns. Das geht ja wohl gar nicht. Hallo? Vorwärts! So, Mission 5. Kapitel 5. Mission 1. Entschuldigung. Ja, hier, ich bin noch hier. Sam, du bist fast im Kern der Kolonie. Fast. Das Ding sah vom Weltraum aus viel kleiner aus. Tja, ja. Ich bleib in der Nähe, falls du mich brauchst. Gut. Hau bloß nicht ab. So, schauen wir nochmal auf die andere Seite, ob da noch was Schönes ist. Ne Kiste. Freue mich. Und wieder so eine komische Statue. Alles klar. So, mach die Tür auf. Hallo? Ah, da. Man muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von den Türmen hier. Ich drücke einfach nur irgendwelche Knöpfe, ne? Das geht immer von alleine auf, ne? Burns lässt sich ganz schön Zeit. Er ist immer noch im Raum unter dir. Was treibt er da so lange?
Moment. Laut Sensoren ist Burns nicht allein. Vielleicht hat er Verstärkung bekommen. Obwohl er alle ausgeschlossen hat? Sehr merkwürdig. Oh ja. Nun, ich kümmere mich um das bekannte Übel. Die AI da draußen wird uns wohl kaum einfach so vorbeilassen. Ah, glaube ich auch nicht. Das stimmt. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl hier mit den Burns, ne? Dieser Bastard geht mir langsam echt auf den Sack. Wow. Links der Position des Basels müsste sich eine Gatling-Kanone befinden. Gut, bin unterwegs. Bam, Kollege. Boah, schnell. So. So, la 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 la. Moin. Da ist auch noch einer. Juhu. Gebiet sicher. Yeah, gut. Gebiet sicher. Gib mir Feuerschutz. So, der Kollege will hier wohl richtig Stress. Wow, wow, wow. Ganz ruhig bleiben. So. Huzzah, zerstört. Geil, eine Trophäe gekriegt. Ja, eine Trophäe gekriegt. Und hier ist mir die Muni ausgegangen. Ah, scheiße, hier ist so... Ah, jetzt. Stirb! Oh ja, und das sieht hier noch viel nützlicher aus. So, anscheinend ist hier noch irgendwo so ein Spinner. So, Kollegen. Ich öffne jetzt die Innentür. Oh, ist aber nett. Heilung. Noch ein Sturmgewehrchen. Nehmen wir alles mit. Zwei Laserkanonen haben mich festgenagelt. Ich schieße sie gleich in Stücke. Durchhalten. Okay. Wow, 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 wow. Alter. So, erstmal das Geschütz ausschalten. Alter. Hüa! So. Der kommt weg.